So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Wir sind im finalen Level, könnte man sagen. Und kämpfen uns durch Schloss Hyrule. Wobei wir gleichzeitig versuchen, den Überblick zu behalten. Was gar nicht so einfach ist. Oh, ah, ja, ja, moin. Macht es mal nicht, okay. Ja, wir haben außerdem die nicht Verheerung, aber für irgendwas Ganon kennengelernt, nämlich dieses Robotervieh. Der kleine Roboter ist ein riesiges Monster geworden, könnte man sagen. Außerdem haben wir ganz einen Krog gefunden. Was sehr. Wo ist der? Was sehr sensationell ist. So, weg mit dir. Da ist meine Truhe jetzt aber. Hier nicht. Da drüben. Ja. Ein Saphir. Na Mensch. So, ich muss noch mal kurz zurückgehen. Das ist nicht zurück. Weil da waren noch ein paar Gänge, die ich noch nicht fertig hatte. Glaube ich zumindest. Ach nee, da ist dicht. Nee, hier ist alles dicht. Okay. Ja gut, wenn es hier nicht durchgeht, dann sind wir hier wohl fertig. Okay. Also dann geht's doch jetzt hier die Treppe hoch. Ist in Ordnung. Was mag da jetzt wohl kommen? Überleg gerade, ist das da oben? Rein vom Dings her, ist das Zeldas, hier, weißt du schon? Aber da kommen wir nicht hin, das ist gar nicht auf der Karte drauf. Schade. Da kommen wir gar nicht hin, okay. Kann man rumlaufen, aber da ist leider nichts. Aber man kann hier rumlaufen, das ist schön. Okay. Dann gehen wir weiter nach oben, würde ich sagen. Was ist das für ein Weg? Einfach nur ein langer, langer Gang. Mit nichts. Nice. Ja, da oben ist ja dann der Kampf gegen Ganon sogar gewesen, lol, im Original. Wir sind also oben jetzt. Wir sind jetzt ganz oben. Wir sind jetzt einfach ganz oben. Was zum. Hier ist auch nichts. Ja gut, dann gehe ich mal da rein. Ist da Astor? Theoretisch jetzt drin? Könnte sein, oder? Ist auf jeden Fall offen. Es ist auf jeden Fall offen. Ach, da steht sogar die Besessenheit Ganon. Nee, es ist zu. Schade. Da ist das Finale. Da komme ich noch nicht rein, aber das ist begehbar. Das ist begehbar. Aber ich komme. Okay, ich weiß ja, wo Astor ist. Stimmt ja. Oh nein, jetzt bin ich den ganzen Weg hier hochgelaufen und ich muss wieder runterlaufen. Verarsch mich doch nicht.
Ich könnte natürlich auch zu jemand anderem wechseln. Wo sind die gerade alle? Zelda ist da. Mipha ist da. Oh, Mipha ist bei Astor. Nein, aber ich will mit Link Astor. Ich will nicht mit Mipha Astor bekämpfen. Das ist doof. Ich will die Mission schon mit Link spielen. Na, es wäre jetzt schlau zu wechseln. Es ist mir bewusst, dass es schlauer wäre zu wechseln. Aber ich will die Mission mit Link spielen. Also laufen wir auch mit Link hier durch. Sorry. Dann müssen wir hier wieder raus. Moin Roam, moin Zelda. Und wir müssen dorthin laufen, wo wir gegen den Flug gekämpft haben. Wo wir... Wait, was ist hier unten? Hier kann ich auch rein. Ach nee, hier kam ich her. Lol, stimmt. Ja, ich erinnere mich, ich weiß wieder, wo ich bin. Ich weiß wieder, wo ich bin. Alles gut, ich weiß, wo ich bin. Ich bin genau richtig hier. Da, wenn ich jetzt hochlaufe, komme ich zu Astor. Yo, hier ist Party. Ich gehe einfach direkt zu Astor. Was jucken mich die Wächter da? Moin. Natürlich. Deine Angriffe kennen wir schon, mein Freund. Die jucken keinen. Hier. Ins Gesicht. Wie immer. Und ab dafür. Ja, wo ist er denn? Er ist da draußen auf einmal. Ja, moin. Hier. Geht nicht mehr viel, mein Freund, ne? Das wollte ich auch gerade sagen, Astor. Und tschüss. Das war's mit Astor. Der ist hier erstmal verzieht wahrscheinlich. Na klar. Also sowohl gegen die Besessenheit als auch gegen Astor müssen wir nochmal kämpfen. Der Sumpf des Zorns ist verschwunden. Okay, jetzt dürfte überall der Weg frei sein. Ja, doch, du kannst verlieren, Astor. Du siehst es ja. Nice. Das ist aber gerade mal Nummer 2. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ja, und wir dürfen jetzt nochmal Astor und die Besessenheit Ganon besiegen. Klar, warum nicht? Gar kein Problem. Aber jetzt sind ja auch die anderen Wege offen, ne? So, hier muss irgendwo eine Truhe sein. Ah. Gut, Diamant. Das war's. Das heißt, das hier draußen war für den Krog und für den Diamant. Okay. Gut. Dann wieder zurück.
dann wieder zurück und jetzt können wir durch diese ganzen Tore gehen, die vorher zu waren. Genau. Ah, jetzt kämpft man wahrscheinlich gegen beide gleichzeitig, wenn ich mir das so angucke. Das ist ein Ort, an dem sich beide sammeln. Ja. Okay, alles klar. Gut. Ja, komm, jetzt ziehen wir mal, hauen wir mal die weg, bevor die sich noch gegenseitig erledigen. Aber die haben ja schon gut vorgearbeitet, meine Kollegen hier. Die haben die ja schon gut vorgeschwächt, alle. Aua. So. Das war das. Okay. Genau, jetzt kann ich hier runterlaufen. Wo ist denn das jetzt genau? Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Also klar, das hier ist der Weg zum Finale. So. Truhen haben wir jetzt alle, ne? Truhen ist keine mehr eingezeichnet. Aber es gibt noch einen Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Da muss ich jetzt nochmal schnell hinlaufen. In der Hoffnung, dass das jetzt richtig ist. Genau, jetzt komme ich hier runter. Ja, jetzt ist ja alles offen. Jetzt ist ja alles offen. Jetzt kann ich da ja einfach durchlaufen. Komme ich da ja von einem Ort sofort zum anderen. Aber hier ist noch irgendwo ein Tor gewesen, was zu war. Genau das hier. Das ist aber immer noch zu. Okay. Muss mal drauf achten, ob ich da... Oder war ich da irgendwann mal schon von der anderen Seite dran? Das kann natürlich auch sein, dass ich da von der anderen Seite schon mal dran war. Und gar nicht da durch muss, eigentlich, offiziell. Das wäre auch möglich. Ha, dann laufen wir jetzt trotzdem mal diesen Weg nach oben, ne? Ich glaube, das ist jetzt der richtige Weg, wenn es da hochgeht. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ja, hier stehen ja auch alle von uns. Lol. Alter, diese Ansammlung. Was zum Geier. Ja, da oben sind die. Ja. Da oben kämpfen wir jetzt gegen beide. Ja, stabil. Mit Sequenz vorher, okay. Na dann. Warum nur? Ich war von der Verheerung Ganon auserwählt. Das darf nicht sein. Das ist niemals mein Schicksal. Der Robber sieht aus, als würde ihn gleich erledigen. Verschlinge nun dieses Lumpenpack. Ja. 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 Der sieht genauso aus, wie wenn der gleich... So viel dazu. Okay. Yo. Yo. Das ist, das ist groß. Oh.
Yikes. Gegen den will ich aber nicht. Oha, ich muss gegen beide kämpfen. Okay. Aber gegen den. Ich muss erst gegen den kämpfen. Das ist jetzt nicht so gut. Aua! Was zur Hölle? Oh, ich kann diesmal gar nicht wechseln übrigens. Ich muss jetzt als Link kämpfen, aber es ergibt auch Sinn. Jo, der hält viel aus. Aua! Aua! Na komm. Kritisch, kritisch! Sicher ist sicher. So, das war das Viech. Aber kriegen wir die wieder normal? Oha, ja, das ist nicht normal. Ist ja überhaupt erst Verursacher gewesen, weil er aus der Zukunft hergekommen ist. Wiederkehr der Verheerung wurde bereits prophezeit. Als Prinzessin von Hyrule musst du dich deiner Ausbildung widmen. Dazu benötigst du kein Spielzeug wie dieses. Aber... Es tut mir leid. Terrako. Huch, Hilfe. Terrako. Für die Verwundeten, die Toten und für die Zukunft. Für die Zukunft.
werde dich hier zu Fall bringen. Ja, wir können uns Breath of the Wild sparen. Das finde ich auch gut. Also, jetzt gehen wir nach oben, ja? Aber... Dieser Gang, da ist immer noch zu. Aber der scheint auch der Gang zu sein, von dem man von der anderen Seite kommt. Ach, ist egal. Wir gehen einfach hoch. Auf geht's. Komm's, los geht's. Busch. Das heißt, da oben kämpfen wir dann gegen dieses große Ding, ja? Auch in Ordnung. Scheiß auf Crocs. Ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass es nur zwei Crocs in der Stage gibt, aber ist jetzt egal. Müssen wir eh nochmal durch. Für die Zukunft. Das ist die Verheerung Garn. Ha. Los! Oh, die ist jetzt aber ein bisschen kleiner geworden als vorher. Aber ist okay. Link! Aua. Ich komme nicht hoch genug. Sag mal, mache ich überhaupt Schaden? Wir machen ihm noch gar keinen Schaden, kann das sein? Ah. Wie wär's mit Lichtpfeilen? Zweimal das Leben gerettet heute. Ah, das ist, was wir brauchen. Terrako, go! Ja, das war dann Terrako. Gehen wir? Bringen wir diesen Kampf nun. Das wohl eher. Zu Ende! Kann ich ihm jetzt Schaden machen? Jetzt kann ich ihm Schaden machen. Oh, die Musik, ey. Viel zu episch. Hilfe, aua. Sag mal, was hältst du eigentlich von sowas hier? Ah, okay, verstehe. Das gefällt dir richtig gut. Es freut mich, dass dir das gefallen hat. Attackenhagel und der erste Schmetterangriff. Wusch. Oh je.
ganz schön viel aus, mein Freund. Aber bist du auch der Endboss? Aua. Eis hier ins Gesicht mal wieder. Und der nächste Schmetterangriff. Oh je. Yo, Wurm, geh mal nicht so nah daran, das könnte wehtun. Was ich nur gesagt habe. Okay. Sehr schön. Und zur Hälfte haben wir ihn. Das läuft doch jetzt ganz gut. Ja, natürlich kommt die zweite Phase. Oh nein, 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 nicht unterbrechen alles. Nein. Da unten kämpfen wir doch schon in Breath of the Wild. Da unten kämpfen wir doch schon in Breath of the Wild. Das muss doch nicht hier auch noch sein. Aber gut. Für den Fanservice gibt es die gleiche Arena zum Schluss. Ist in Ordnung. Aua. Was war das denn? Aua. Nice. Und zack. Ah, schade, reicht nicht. Ja, jetzt reicht's. Und hier der nächste Schmetterangriff. Für die Verheerung Ganon. Zack. Jo, das sieht gefährlich aus. Aua. Nein, ich hab's verfehlt. Vermaledeit. Jetzt aber. Tanzt woanders. Wollte ich sagen. So, da fehlt nicht mehr viel. Bomben! Jawohl! Nice! Und der nächste Schmetterangriff. Bitteschön! Ganz schön um sich, ne? Aber ein Schmetterangriff und das war's. Oder eher sowas hier. Das machen wir. Hier, gefroren. Einmal einfrieren und ab dafür. Oh, das hat nicht funktioniert. Jetzt aber. Der letzte Schmetterangriff. Hier, mit dem Bogen. Zack. Jawohl. Du kannst das, Bruder! Verbocke es nicht! Sehr gut, Rivali. We'll be right back.
Ja gut, ich würde sagen, dann lassen wir das mit Breath of the Wild einfach, ne? Ist okay. Frage, wie kommen wir da wieder raus? Wir müssen uns nun wohl verabschieden. Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass ich euch helfen konnte. Die Gerudo der Zukunft überlasse ich deiner Obhut, Riju. Ja, dann müsste die Zukunft jetzt sicher auch verändert haben. Dieser Kampf war so kurz, wie er gut war. Das stimmt. Das hat echt sowas von Spaß gemacht. Wirklich sehr beeindruckend. Unserem Recken zuzusehen, war mir eine Ehre. Irgendwann werden wir uns wiedersehen. Ja. Für alle Zeiten werde ich an deiner Seite sein. Naja, der junge Sidon ist ja auch existent. Also, du siehst ihn relativ bald wieder, aber als jungen Sidon. Dieses Wunder werde ich niemals vergessen. Gemeinsam mit euch zu kämpfen, ist eine Erinnerung für die Ewigkeit. Auch für die Zukunft, aus der ihr kommt. Möget ihr selbst in 100 Jahren noch mit Licht gesegnet sein. Ah ja. Also Terrako ist aus der Zukunft, in der die Fee Herum schon gesiegt hatte, ne? Aber vor Breath of the Wild praktisch, jetzt geht hier plötzlich das Bild dunkel, ist aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist, um zu zeigen, was in der Zukunft passiert. Dadurch konnten die sich besser vorbereiten als der Breath of the Wild Timeline. Zusätzlich war es möglich, dass die zukünftigen Recken, das sind ja keine Recken, Schwachsinn, aber die Nachfahren der Recken sozusagen aus der Zukunft kommen konnten. Auch mit Terrakos Hilfe. So. Ja gut, und dadurch ist die Timeline halt komplett weg von Breath of the Wild. Weil jetzt müssen wir ja Link nicht 100 Jahre in dieses, in diese Kammer geben.
insofern ist es dann natürlich nicht möglich, wie ich es ganz am Anfang des Projekts gesagt habe, dass man storytechnisch erst das hier spielt und dann Breath of the Wild. Nach dem Motto, hier sterben jetzt alle und in Breath of the Wild rächt man sie dann. Ja, ist halt keiner gestorben. Außer Terraku, den es in Breath of the Wild nie gegeben hat. Aber im Grunde war genau das der Grund, ne? Immer dann, wenn die gestorben wären, direkt in den Titanen, dann kamen ja die aus der Zukunft. Na, also nicht Link hat am Ende sozusagen dafür gesorgt, dass die überleben. Natürlich auch, weil er dann hin ist, klar. Aber die eigentliche Rettung war immer der Sprung aus der Zukunft. Immer, die waren ja immer kurz vorm Angriff und dann kamen die aus der Zukunft dazu. Na, das war jedes Mal das Gleiche. Deswegen wurden die Tode in den Titanen verhindert. Ich muss sagen, das Design von der Fee Herungarnon war mir ein bisschen zu kriegerisch. Weil ja in Breath of the Wild die Verheerung mehr so dieses, ne, diese Tierform hat. Deshalb hatte ich hier eher was von einem Krieger. Liegt aber auch daran, weil ja dieses Roboter-Ding sich mit Astor verschmolzen hat. Aber jetzt wurde praktisch eigentlich gar nicht geklärt, woher jetzt, Wait a moment. Ich wollte gerade sagen, woher diese Besessenheit Ganon kam. Aber war das nicht dann sogar der Terraku dieser Zeit? Ich meine, der Terraku, der hier, der Terraku, der uns begleitet hat, das war doch der Terraku aus der Zukunft. Dann war doch aber das dunkle Ding. War das dann der Terraku aus dieser Zeit, der von der Verheerung heimgesucht wurde? Aber das ergibt schon wieder keinen Sinn. Weil, wenn das hier passiert in dieser Zeitlinie, wäre das ja vorher auch passiert. Aber man darf es einfach nicht mit Breath of the Wild zusammenbringen. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst es nicht mit Breath of the Wild zusammenbringen. Es geht nicht. Alleine schon, Astor hat bisher eigentlich überhaupt keinen. Wo kam der her? Wer ist das? Warum ist der da? Der hat eigentlich noch nicht so wirklich den. Ach, jetzt kriege ich hier noch Waffen. Okay, können wir verkaufen. Sonst ist nichts Brauchbares dabei. Yo, die Attackenwerte sind halt insane, aber wir haben halt unser Master-Schwert. Von daher, egal. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt. Ah ja, gut, dann kann ich das gleich wegschmeißen hier wieder. Dann haben wir das gleich weg. Ist auch in Ordnung. So, reicht. Ziegelbogen irrelevant. Startwert 54. Das wird halt trotzdem mächtiger, wenn ich es jetzt verbinde mit dem alten, ne? Was ich aktuell nutze. Wird es halt trotzdem mächtiger. Oh, und eine wichtige EP-Waffe. Königs-Zweihänder, ordentlicher. Den könnten wir gleich. Jo, aber da ist ein 54er dabei. Null. Das ist zwar die Abschlussbelohnung, aber da ist ein 54er. Stabil. Den würde ich eher dann verwenden. Adlerbogen mit 54 Startwert könnte auch besser sein als bisher.
Schatzsäbel 54? Ja, die sind alle 54er, ne? Okay. Okay. Ja, ganz viele Rezepte, die ich nie eingesetzt habe. Ist in Ordnung. Eieiei. So. Jetzt tauchen Millionen Nebenmissionen auf. Wollen wir wetten? Ich will nicht wissen, wie lange das After, also das, wie nennt man das? Was nach dem Endspiel kommt. Ja, das Endgame im Prinzip. Oh. Gut, erstmal taucht gar nichts auf, außer dass ich fortsetzen kann. Ist auch stabil. Bling. Ja, jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Ach du Schande. Aber das sind im Moment noch viele Upgrade-Sachen. Das sind viele Upgrade-Sachen. Gar nicht so viele Missionen. Viele Upgrade-Sachen vor allem. Alter. Insane. What? Terrako-Reparaturen. Wenn du antike Materialien sammelst und dir die Unterstützung des Volks von Hyrule verdienst, wird es dir sicher gelingen. Okay. Okay. Wir wollen Terrako zurück. Terrako wird repariert. Alle vermissen Terrako. Okay. Terrako-Teile 0 von 50. Ja, die nützen mir jetzt auf dem Sensor natürlich gar nichts. Okay, es gibt allerdings... Okay, es gibt die Möglichkeit... Es gibt die Möglichkeit, über diese Sachen auch Terrako-Teile zu bekommen. Okay, interessant. Gibt es noch irgendwie Terrako-Teile außer so? In Missionen gibt es auch Terrako-Teile. Da zum Beispiel. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Also Missionen teilweise und so weiter. Okay, okay, okay. Also Terrako-Teile. Aha, aha. Nehmen wir mal wieder raus. Kaufen kann ich die auf jeden Fall nicht. Alter. Also wir werden nächstes Mal erstmal die ganzen Upgrades ablaufen. Da blinkt jetzt erstmal überall ganz, ganz, ganz viel. Aber gut, wir gehen in Ruhe alles dann durch. Jäger und Gejagte. Naja, klar. Jetzt kommen ganz viele neue Missionen. Da werden wir uns auch noch durchkämpfen. Stück für Stück. Rasender Zorn. Oh, hier gibt es auch noch einen Krog wieder zu sehen. Ich muss echt bei jeder Mission vorher gucken, ob es Krogs gibt, ne? Ach so, apropos Krogs. Drei. Es gab drei Krogs. Es gab drei Krogs. Muss ich jetzt wirklich die komplette Mission nochmal spielen, nur um einen Krog zu suchen? Ja, ich meine, den gucke ich safe nach, aber ich muss trotzdem komplett nochmal durchspielen, ne? Oh boy. Oh boy. Später. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Jetzt mache ich erstmal aus. Und freue mich auf die nächste Aufnahmesession. Wenn ich dann tatsächlich... Ach so, vielleicht kriegt man nochmal ein Upgrade für die Schmiede. Das könnte auch sein. Okay, Rabatt auf Gebühr.
Es könnte nochmal ein Upgrade für die Schmiede geben, dass man vielleicht dann doch auf Level 30 noch upgraden kann. Sowas wäre auch noch möglich, ne? Ah, da gibt es auch mal Rabatt auf die Schmiedegilde. Höchststufe für Waffen erhöht plus einmal. Siehste? Okay. Okay, alles beim nächsten Mal. Ich bin raus für heute. Danke fürs Zuschauen. Wir sind storytechnisch durch. Aber das After-Credits-Game ist, glaube ich, ziemlich groß. Wir müssen jetzt halt mal gucken, wie viel wir davon noch machen. Terrako würde ich schon gerne auf jeden Fall noch reparieren, weil das gehört irgendwie storytechnisch schon noch dazu. Na, sind wir mal ganz ehrlich. Terrako reparieren ist eigentlich ein Muss. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.